Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Part von Dishonored 2. Jawohl. Wo ist denn die nächste Rune? Da oben? Und machen Lagerfeuer auf dem Friedhof. Schön, kann man da ganz rauf? Ja, schön für euch. Ich hoffe, man kann da irgendwie rauf. Damals sicher nicht. Warte. Hüpf. Warte. So. Klappt echt, oder? Oh, oh. Au. So viel zu dem, klappt echt. Kann ich schon wieder laden. Weil das war böser Damage. Scheibendreck. So. Aber es muss irgendwie auf die andere Seite gehen. Ja, hoffentlich. Achso, ich könnte einfach die Straßen lang, ne? Dann würde es auch passen wahrscheinlich. Das werde ich probieren. Das ist wahrscheinlich schlauer, als übers Dach zu gelangen, zu wollen tun. So. Da fehlt gleich mal die ganze Wand, ne? Kann ich hier eigentlich rüber? So, lad nach. Mal zum Checken, ob hier was wäre. Schau mal. Anonymer Brief. Miss Fenella Wright. Wollen Sie wirklich weiter mit einem gebrochenen Bein in einer Rune leben? Ruine leben, Entschuldigung. Allein aus unnachgiebiger Loyalität zu Ihrem Vorgesetzten? Er ist tot und war ein Arschloch, das weiß jeder. Ich gebe Ihrem Gebäude keine 3 Tage mehr, bevor es ganz einstürzt. Bis dahin könnten Sie längst nach Driscoll segeln auf dem Schiff, von dem ich Ihnen erzählt habe. Der Captain wird Sie kostenlos mitnehmen, wenn ich ihn bitte. Er legt heute Nachmittag ab. Sie müssen nur am kleinen Hof hinter dem Dunwall-Kurier vorbeigehen und tun, was ich Ihnen gesagt habe. Keiner wird davon erfahren. Gehen Sie zurück zu Ihrer Familie, verlassen Sie dann wohl und vergessen Sie die Boyle-Gesellschaft. Das ist Ihre letzte Chance. Ein Freund. Das hat sie wahrscheinlich nicht genutzt. Denke ich mal. Oder doch, man sieht hier niemanden herumliegen. Könnte sein, dass sie es doch sich zu Herzen genommen hat. Ich hänge fest. So, was haben wir hier noch Tolles? Irgendwie nichts, ne? Da ist was vielleicht. Nope. Nein. Ich war nur neugierig. Ich wollte nur schauen. Immerhin haben wir ein Briefelein gefunden. Da ist auch sonst nichts mehr, ne? Da unten vielleicht noch. Vielleicht ein Badesalz, ein vergessenes, altes. Dingens. Ne. Alarm, genau. Da geht's noch weiter runter. Okay. Jetzt dachte ich schon, es wäre ein Haufen Münzen, aber warum sollten hier ein Haufen Münzen auf uns warten? Um Gottes Willen. Hundis. Okay. Wir bleiben oben, habe ich das Gefühl. Das dürfte für uns gesünder sein. So. Es müsste auch gehen, dass ich hier wieder rauf darf. Jawohl. Ein bisschen warten. So, dann müssen wir nochmal hier hoch. Vielleicht hier rüber. So. Ja, ja. Da schreien sie durch die Gegend. Wow. Die Leute. So. Hier irgendwo da drüben, glaube ich, ne? Sollte auch was für uns sein. Warten. Reg. Oder täusche ich mich? War da nicht irgendwo? Ich wohne an 2 unmöglichen Orten gleichzeitig. War das da?
das Objekt unserer Begierde? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann man hier hoch? Ich glaube ja. Gut. Ah, das ist schon im Tunwall Tower. Dann will ich noch kurz darüber hüpfen. Nur um abzuchecken, ob hier draußen noch was ist. Nie zurück, was sie hier verloren haben. Ja, ja, macht ja nichts. Das ist das Leben. Man kann nicht immer alles bekommen. Ich kann da oben wahrscheinlich rein, ha? So. Irgendwie gehe ich aus demselben, auf demselben Weg zurück, wie ich raus bin, oder? Oder täusche ich mich da? Nö, ne? So sind wir aus dem Tunwall Tower geflohen. Damals, vor langer Zeit. Meine ich. Mikrofon benutzen. Aha, schon wieder zum... Aha. Okay, wir sind wieder da. Runen- und Knochenartefakte. Ja, da drinnen. Ich merk's auch. 12 Meter nur. Ich würde sagen, das speichern wir wieder. Ja, speichern bitte. Da. Und ja, weil ich baue sicher wieder Mist. Also von dem her, wir speichern gut. Wir könnten spielen. Lebt hier jemand? Hallo. Schaut nicht aus. Das ist ja nur der Keller eigentlich, ne? Hexe tot. Ich war das aber nicht. Glaube ich. Warum steht das Klo da oben? Naja. Vielleicht hat die Alte auch nur einen Dachschaden. Das könnte vielleicht auch sein. Alter. Wo ist, was ist mit Delilah? Da war sie nirgends. Alter, Emily. Ich habe echt gedacht, sie steht hinter uns. Körpertod. Aha. So. Okay. Ja, von hier sind wir, glaube ich, raus irgendwie, ne? Ach, da habe ich ja auch damals noch ein Bild vergessen. Weiß ich alles noch. Ich weiß über meine Schandtaten. Bestens Bescheid. Das ist schon... Oder spinne ich? Über uns. Da oben. Echt jetzt? Da. Schau mal. Da-da-da-dam. Da hat jemand gepennt. Naja. Okay. Interessantes Versteck. Kann man nichts sagen. Ich spiele mit Jessamine Gesellschaftsspiele im Dunwall Tower. Sie hat das schon mal erzählt. Okay, das scheint es da mal gewesen zu sein. Schauen wir da aus. Achso, da geht's wieder raus. Falsche Tür. Entschuldigung. Falsche Tür. Wie geht's hier überhaupt weiter? Geht's hier überhaupt weiter? Darf es hier weiter gehen sollen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich schon gepasst darüber. Weil da durfte ich früher zumindest mal weiter, glaube ich. So. Das heißt, ich tue sofort wieder speichern. Ich werd wieder was vermasseln, das weiß ich jetzt schon. Also speichern schön brav. Und weiterschauen. Hm. So drüben schaut irgendwie aus wie so ein... Wachdingens. Jetzt ist halt die Frage, ob ich darüber irgendwie komme. Nee, nicht wirklich, oder? Das kann ich nicht überstehen. Warte mal, vielleicht aber hier. Okay, auf den Schornstein komme ich auch nicht drauf. Hm. Muss ich jetzt hier wieder komplett weg oder wäre ich eh richtig gewesen? Das ist jetzt die Frage, ne? Wie schauen wir da aus? Geht's hier irgendwie rein? Wow. Nur zu meinem Tod. Ich kann aber schön singen. Vielleicht muss ich auch direkt beim Eingangstür rein. Das kann auch passieren. Hier geht's auf jeden Fall nicht. Fisch. Ich gehe nochmal darüber. Vielleicht kann ich irgendwie aufs Dach rauf.
So. Darauf wäre cool. Und von hier aus dann darüber irgendwie. Geht das jetzt echt? Fast. Fast geht's. Ich habe jetzt echt gedacht, ich komme rüber. Das hat mich gerade voll gewundert. Nein. Schaut nicht aus. Nicht so. Bevor ich verrecke, ne? Ja. Machen wir so. Scheibe. Ja. Aber es wird fast so ausschauen, als wenn es sich ausgehen würde, ne? Hoch. So. Soll ich es nochmal probieren? Wow! Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Oder? Wow. Alter. Jo, das ist definitiv zu weit weg, ne? Ah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Panik. Kann ich hier vielleicht auf die Steinwand? Wow. Wenn ich... Ah, jetzt würde ich darauf dürfen. Interessant. Ich bin mir relativ sicher, dass das so nicht gewollt ist. Ah, man kann so nicht. Okay. Na gut, dann ist das hier verkehrt. Da muss ich mir einen anderen Weg suchen. Okay, dann war das natürlich nicht richtig. Das ist nämlich eine unbezwingbare Wand. Ja. Man kann sich so nicht reinschleichen, anscheinend. Gut. Ich wollte es nur mal probiert haben. So. Jo. Dann halt wieder von hier weg. Wieso macht er das? Hey, da wäre ein Heildingens gewesen, glaube ich, ne? Wieso macht er das? Er zieht mich nur kurz, er nimmt es nur ganz kurz und zieht mich aber nicht dran, wie es sein soll, ne? Ja. Mir fehlen die Worte. Gehen wir halt auf regulärem, auf altem Wege hier weg. So. 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 Hüpf. Eingang zum Tannwoldauer. Ich glaube, da hätte ich auch die ganze Zeit jetzt hin sollen. Ich Chopperl. Ach, blödes Chopperl und ja. Das da unten schaut ungesund aus. Ja. So, geht das so irgendwie? Ich hoffe. Ups. Alter, immer bricht sie sich was. Ich dachte, da steht jemand. Oh, Scheiße. Die haben sie aufgeknüpft. Na toll. Okay, da ist eh nichts. Jetzt schaukelt er noch vor lauter Freude. Rennt hier nicht eigentlich irgendwo ein Hund durch die Gegend? Boah, Alter. Ah! Dann machen wir mal zu, sicherheitshalber. Ei, Garamba, schau mal. Der Schlüssel, den wir gekauft haben, ne? Da, da, da. Na, nimm die Münze mit. Danke. Schön. Die Kammer kennen wir nur zu gut. Warte, was? Coldridge-Kanal gehen. Na, warte. Da geht's... Aha, okay. Ja, das Karl-Werkzeug nehmen wir gerne mit.
Das kann man sicher noch brauchen. Mhm. Das war's. Das war's, scheinbar. Ah, hier, das Tor verteidigen. Coberell Blin. Postieren Sie sich mit Ihren Männern vor dem Tor. Glauben Sie mir, es ist zu Ihrem Besten. Das Leben hier drin ist unter unserer neuen Kaiserin nicht mehr das, was es mal war. Seit Ramsay aus dem Spiel ist, verlieren wir immer mehr Leute. Manche von uns, die Delilah unterstützt haben, desertieren. Andere haben sie sogar, sagen wir, einmal zu oft erzürnt. Also hier Ihre Befehle. Sie erhalten weder Rationen noch Bezahlung. Holen Sie sich das alles aus dem Bezirk. Nennen Sie es Steuern. Und sollten Sie aus einem Viertel angegriffen werden, dann verteidigen Sie das Tor. Selbst wenn Ihr Posten fällt, verschafft uns das noch wertvolle Zeit. Hauptmann Michel Hayes. Hayes. Sie wurden angegriffen? Von wem? Das heißt, ich muss über den Kanal rein, oder? Also über den Kanal rein, sage ich schon. Ich würde es gern mal. Ich glaube, ich speichere mal kurz. Für den Fall der Fälle, dass ich jetzt, glaube ich, einen Topfen mache. Wieder mal. So. Wir sind schon mal vom Dach runter. Das ist ja schon mal was. Na, das wollte ich so nicht. Kasperl. So, da. Schau mal nach, was da drinnen so abgeht. Dann Woldauer. Ach so, das ist nur ein anderer Zugang sozusagen. Mhm. Okay. Vielleicht war es sogar besser, dass wir den hier gewählt haben, als wir den Haupteingang. Hier schaut's schon wieder aus, ne? Irgendwas tut sich hier, ne? War das hier nicht sogar das Trainingsgelände von unserem, mit unserem Papi? Nö, da verdue ich mich gerade, oder? Oder doch? Ich schau einfach mal, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Nein, das war nicht richtig. Oh, oh. Das war auch nicht richtig. Oder doch? War es vielleicht doch gar nicht so falsch? Ich habe keine Ahnung. Sollte das hier so sein? Ich denke nicht, ne? Halt, ich brauch Mana. Na, du musst hoch. Und raus. Naja, vielleicht war es nur viertelt falsch. Blöder Fisch. So. Pitsch, patsch, nass. Ich dachte schon, da hat mich irgendwas im Visier, ne? So eine depperte Hexe oder so. Na, du kannst da eigentlich hoch, oder? Dann halt hier. Vielleicht jetzt. Jawohl. Dann jetzt vielleicht. Super. Hier durch. Und jetzt. Jetzt sind wir da. Und können vielleicht so rauf. Das schaut gut aus. Noch ein Stück höher. Aha. Okay, das schaut echt gut aus. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Bitte fragt mich nicht, ich habe keinen Plan, ja? Nur, dass ihr einen Plan habt.
Ich glaube, das war echt richtig. Ich verstecke mich mal kurz hier auf der Seite, dass mich vielleicht niemand sehen tut. Zum Dunwall-Dauer. Mhm. Ich habe gerade keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie richtig war, aber es schaut nicht ganz verkehrt aus. Es schaut nicht ganz verkehrt aus. Vielleicht konnten wir dadurch ein bisschen was umgehen. Was ja auch unser Vorteil ist, ne? Beziehungsweise es wäre mal speichern. Gut, warte mal. Warte. Warte, warte, warte. So. Ja. Und jetzt können wir weitermachen. Warte, zuerst noch mal warten. Okay, wir haben noch 9 Minuten. Mal aufs Uhrli schauen, ne? Ich verbrauche hier wahnsinnig viel Zeit. Das ist echt schlimm. Steinkohlenteer, Schweineplazenta, malt und waschet ein kräftiges Magenta. Zwei Hände sie wischen geschwind, stehen Pigmente her, blocken den Wind. Flinke Finger mit farbigen Flecken den Regenbogen für ihren Pinsel erwecken. Schattieren und tönen den ganzen Tag. Sind das Hexen? Stoßen und mischen für tiefstes Schwarz. Acht Hände sieben mischen geschwind, stellen. Warte mal. Die können wir vielleicht ausrotten. Also ausrotten ist, Entschuldigung, ich meine natürlich schlafen. Den Wind, flinke Finger mit farbigen Flecken den Regenbogen ihren Pinsel erwecken. Alter Schlamm und stinkender Lehm, gelbe Farben machen den Tag angenehm. Sechs Hände sieben, mischen geschwind, stellen zwei, da ist noch die dritte. Flecken den Regenbogen für ihren Pinsel erwecken. Ammoniak, kostbares Kupfer ertränkt. Cyan dich in deinen Träumen ablenkt. Drei. Vier Hände sieben mischen geschwind. Stellen Pigmente her, locken den Wind. Flinke Finger mit Farbe. Oder sind es noch mehr? Ich habe jetzt einfach mal drei. Oh, warte kurz. Wie weit haben wir denn eigentlich Domino schon geskillt? Warte mal bitte kurz. Wir haben 7 Runen. Wie weit hatten wir? Domino haben wir 7. Okay, 4 Leute gehen. Malt und waschet ein kräftiges Magenta. Zwei Hände sieben mischen geschwind, stellen Pigmente her, locken den Wind. Flinke Finger mit farbigen Flecken den Regenbogen für ihren Pinsel erwecken. Schattieren und tönen. Ich hoffe, es sind nur 3. Weißt du was? Ich habe mich gespeichert. Ich probiere es jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wo ich hin soll am besten. Alter Schlamm. Was war das? Aber gleich wieder da. Was das wohl war? Ich sehe mal kurz nach. Ich warte dir. Fuck. Das sind 7 Hexen? Gefällt mir nicht. 7. Ich sehe mich mal um. 7 Hexen. Hexen. Ja, und ist schon spät, ne? Oder? Sehr gut. Die erste haben wir schon mal. Ist das überhaupt Not, was ich hier mache? Ich habe keine Ahnung. Moos sammeln gehen. Sobald es weniger Schlaf bedeutet, schicken sie immer mich nach draußen. Sollte ich vielleicht vorher speichern? Ja, ne? Warte, eine haben wir ja schon. So, warte mal, speichern. Entschuldigung. Ich wollte nur nachschauen, ob da unten das Wichtiges ist. Also, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob das überhaupt Not ist, was ich hier mache. Sehen wir mal.
finden. Hä? Wo hast du dich versteckt? Ich habe gerade keine Ahnung, ob das gut war, was ich gemacht habe. Wenn sie erst sieht, was ich mit etwas Katzenfell und den Knochen eines Ertrunkenen zustande bringe. Ja, ich will mich gerade verstecken. Nicht. Da ist tatsächlich was. Alter, ein Knochenfragment. Haha. Ich habe Was? Oh, scheiße. Fehler. Okay. Machen wir nochmal. Da kommen die Scheißweiber echt raus. Okay. Na gut. Nochmal. Aber Knochenfragment ist da. Super. Zufällig gefunden. Ich meine natürlich, das war Absicht. Knochenfragment werden wir uns holen. Und dann ist der Part zu Ende. Und dann hoffentlich schaffe ich es noch rechtzeitig, die beiden Damen da bewusstlos zu machen. Das wäre ein Traum, ganz ehrlich. Das wäre super. Dann hätten wir zumindest Sechse ausgeschalten. Das wäre echt schön. Also nochmal. So. Brauchen wir nicht. Das ist toll. Dann aufstehen. Holen. Und rauf hier. Hat super hingehaut. Purpur und Schwarz. Comella, ich habe einen besonderen Auftrag für dich und ein paar andere Schwestern des Zirkels. Ich arbeite an einem wichtigen Gemälde, einem großen Meisterwerk. Ich brauche einige seltene Pigmente, um es zu vollenden. Erledige es in aller Stille und Eile. Sammle alles, was du brauchst. Zerstoße und mische die Farben mit dem Schenkelknochen eines ertrunkenen Seemanns. Sammle 20 Wegschnecken und sperr sie in Glas, bis nur noch eine einzige übrig ist. Eine große glänzende. Zerquetsch sie mit den Fingern und verwende den Schleim, um die Pigmente zu verfeinern. Pfui Teufel. Ich werde dich nur noch mehr lieben. Deine ewige Kaiserin Delilah. Die haben einen Schaden. Da, da, da. So, machen wir mal so. Inzwischen müssen die zwei Pfosten kommen. So. Da ich wieder versage, speichere ich gleich wieder. Das ist das Allerschlaueste. So, gleich ist es soweit. Da hat sie vielleicht gar nicht mal so unrecht, ehrlich gesagt. Immer müsste doch eine zweite sein, oder? Na komm, zeig dich schon. Wo ist die zweite? Das wäre jetzt echt blöd, wenn's. Entdeckt. Na, so ein Pech. Hat sie nach oben geschaut, die blöde Kuh, oder was? Oder? Sieht sie mich? Hm. Ich dachte, es wären zwei. Makum. Natürlich, schaffe ich es nicht. Oder? Geht sie weg? Okay, das war für Fisch. Für A und Friedrich, so geht das nicht. So geht das einfach nicht, Zocki. Mach gescheiter, mach's besser. Herrschaftszeiten. So viel Zeit verbrauchen. Den Part, die will die eine noch würgen. Das muss gehen. Punkt und Komma. So. Passt. Ja. Wer ist da? Wie geht denn das jetzt bitte? Hallo? Das kann mir jetzt aber niemand erklären, oder? Wie geht das jetzt?
Wie geht das jetzt? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Ups. Wie geht das? Das muss mir jetzt echt mal einer erklären. Wie willst du sterben? Wie geht das? Ich weiß es nicht. Wie klappt das? Ich brauche Heilung. Ach, leck mich doch am allerwerten. Wie geht das? Wie könnt ihr mich jetzt auf einmal entdecken? Das ist doch einfach nur Buggy, oder? Ich bin Buggy. Ich bin einfach Buggy. Na toll. Das wird schon wieder schlimm. Das wird schon wieder böse. Und der Part ist wahrscheinlich auch zu Ende. Oh ja. Einen Versuch mache ich noch und dann beende ich das Ganze mal. Boah, ist das übel. Scheiß mich, echt. Hallo. Mach doch, Domino. Ach, sie ist so doof. Jetzt kriege ich das, jetzt ist das... Warum sind die jetzt oben? Ich verstehe es nicht, echt. Muss ich halt den Spielstand nehmen. Warum um alles in der Welt sind die jetzt oben? Ich habe keine Ahnung. Die sind ja eigentlich bei der Tür gewesen. Ich weiß es nicht. Es ist wahr. Leicht mühselig gerade. Ja. Muss ich halt dabei so lassen. Das hilft dir nichts anderes. Na, das kann ich auch nicht machen. Ist wurscht. Ich probiere es jetzt im nächsten Part. Und ja. Wird schön werden, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!